Yo, schönen guten Morgen, was geht ab? Ich bin's mal wieder, euer Bennard, und ich bin zurück mit einem neuen Video. Ja, der 20. Winterschlaf diesen Monat ist vorbei, hier bin ich wieder und starten wir mal direkt rein. Und ich habe sofort eine Frage am Anfang. Was zum Teufel geht hier in diesem Laden ab? Wir sehen hier irgendjemanden, der sein Handy rausholt. Der wollte wahrscheinlich ein cooles Video, eine coole Story in einem Laden machen, in einem Restaurant, wo er gerade essen ist. Und auf einmal passiert das. Why did you motherfucker? You stole the secret formula again, man! Bro, what the f***? Wieso läuft da jetzt auf einmal Mr. Krabs rein? Yo, okay. Was geht da hinten an der Theke ab? Mr. Krabs denkt, da ist irgendwie Plankton oder so, der die Krabbenburger Geheimformel geklaut hat. Und der muss sie sich jetzt wiederholen. Come here, you motherfucker. Hä? Da ist ja sogar wirklich Plankton. Was für eine unglaubliche Psychose. Das Video ist gerade mal eine Minute alt und ich habe schon wieder gar keine Ahnung, was hier gerade passiert ist und habe 50% von meinen Gehirnzellen einfach abgestoßen. Was habe ich mir hier gerade angeschaut? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und was muss sich diese Frau gedacht haben? Die wollte da einfach nur entspannt was essen gehen in einem Restaurant und auf einmal kommt da Mr. Krabs rein und jagt Plankton in diesem Laden nach der Krabbenburger Geheimformel. Ich sag's echt nicht oft genug, ne? Aber die Welt ist am Arsch, Freunde. Wir sind verloren. Niemand kann uns retten. Es gibt jetzt so einen neuen Trend auf Instagram und zwar shippen da Leute welche von ihren Followern. Also jetzt zum Beispiel hier dieses Mädchen schaut durch ihre Followerliste und sucht sich einen Typen und ein Mädchen raus und versucht die beiden dann so mäßig über dieses Reel einfach zu verkuppeln, ja? Öffentlich. Shipping my followers. Okay, okay, und ich glaube, jetzt haben es auch die Letzten verstanden. Also sie ist durch ihre Followerliste gegangen und hat sich jetzt entschieden, komm, ich verkuppel jetzt einfach mal den und die und denk einfach, die beiden könnten ein gutes Paar werden. Vielleicht wird sich daraus ja so eine mega Love-Story ergeben und die beiden treffen sich in den Kommentaren und sagen, hey, yo, lass uns doch mal in echt treffen, vielleicht passen wir wirklich gut zusammen, ja? Irgendetwas Romantisches, Schönes könnte vielleicht daraus entstehen. Das habe ich mir zumindest so gedacht und dann habe ich einfach mal die Kommentare von diesem Reel geöffnet und schaut mal, was dieser Typ geschrieben hat. Oh mein Gott, ist das gottlos. Mir tut dieses Mädchen da leid, ne? Vor allem der Kommentar. Wie viele Likes hat der Kommentar? Bestimmt nicht so viele, oder? Oha! Nein, 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 nein! Die Arme! Oh Gott! Und es wird noch ehrenloser. Und ich gucke davon noch in die Kommentare von diesem Reel. Bruder wurde traumatisiert. 220.000 gefällt mir. Ey, Instagram ist wirklich eine gottlose Plattform. Auf Facebook hätte man unter solchen Videos so voll die süßen Kommentare gelesen. So, oh mein Gott, ich hoffe, ihr kommt zusammen. Und auf Instagram einfach das. Bro wanted to be shipped, not an actual ship. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall mache ich da jetzt weiter. Auf gar keinen Fall. Das könnt ihr sowas von vergessen. Das ist ja geisteskrank. Und wisst ihr, was genauso geisteskrank ist? Ich war gestern beim Bäcker und dieser verf***te Bastard hinter der Theke hat mir das verkauft. Ich glaube, ich wurde noch nie so hintergangen in meinem Leben. Das ist echt hart. Wer war dieser Bäcker und stand da in der Küche? Wer hat da gekocht, Bro? Auf gar keinen Fall let him cook again. Lass den nie wieder kochen, den Typen, wer auch immer für die Scheiße verantwortlich ist. Das ist ein schlechter Mensch. Was muss man sich dabei denken, wenn man einfach diese Wurst abschneidet und einfach nur die zwei Ecken an dieses Brötchen dran macht? Der Typ kann froh sein, dass er das an irgendeinen Jugendlichen verkauft hat oder so. Wenn ich mir gerade so vorstelle, dass mein deutscher Vater einfach so ein Brötchen bekommt und einfach dabei gescampt wird, der würde danach in den Laden gehen, ausrasten und alles auseinandernehmen. Der würde diesen gesamten Laden auseinander pflücken. Naja, wie auch immer. Scheiß drauf. An alle Leute, die gerade zufälligerweise so aussehen. Ich habe einen Tipp für euch. Geht zum Friseur, ihr Urwaldmenschen. Ihr seht aus wie damals Leute in der Steinzeit. Wie solche Höhlenmenschen seht ihr aus. Bitte. Weil vertraut mir. Manchmal ist es wirklich nur dieser eine Haarschnitt, der euch fehlt. Wayo, wayo. Komplett anderer Mensch. Vor dem Haarschnitt, er war so ein kleiner Nerd. Okay, er hatte keinen Riz. Er war auf gar keinen Fall der Rizzler. Und jetzt nach dem neuen Haarschnitt, wow, er ist ein Wesh geworden.
Wer von euch reist auch gern mit der Deutschen Bahn, so friedlich und entspannt? Also bevor wir uns das Video angucken, ich kann direkt schon mal sagen, ich auf gar keinen Fall. Die Deutsche Bahn ist der größte Loserverein, den es in diesem Land gibt, wirklich. Ich bin echt nicht oft in Deutschland und deswegen komme ich auch nur so alle paar Monate nach Deutschland. Und jedes Mal, wenn ich dort ankomme und vom Flughafen nach Hause zu meiner Familie gehe, Bruder, die Deutsche Bahn nimmt mich von vorne bis hinten auseinander. Die gehen unten in meinen Arsch rein und kommen oben aus meinem Mund wieder raus. Naja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ja, schauen wir doch mal in dieses nette und friedliche Video in der Deutschen Bahn. Oha, oha, der ist vom Teufel besessen. Chill, chill, chill. Was geht da bei dem ab? Warum schreit der so, der Tollwut? Genau das denkt meine Mutter, was mit mir passiert, wenn ich mal so einmal an einem Bubatz gezogen habe. Die denkt, ich werde direkt so zu einem Zombie, der nie wieder der Alte wird. Wow, wow, wow. Der ist wirklich von einem Dämon besessen. Was geht da ab? Da, ja. Ja, okay. Du bist ein Hobbit. Du bist ein kleiner Gnom. Warum beißt der jetzt auf einmal in sein T-Shirt rein? Jo, wie wär's mal mit einem Snickers, Bro? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers und der Hunger ist gegessen. Ich weiß nicht, was in denen seinem Kopf abging, aber wahrscheinlich tausend Emotionen. Erst war er so wütend und ist so ausgerastet, so... Und dann plötzlich kam so dieser Gedanke, oh, ich hab Hunger. Ey, jetzt mal ehrlich an alle Leute, die so wirklich regelmäßig mit der Bahn fahren. Kann es sein, dass sowas dort wirklich immer passiert? Also ich sehe jeden Tag mindestens eins von diesen Videos, wo irgendjemand in der Bahn ausrastet und komplett die Fassung verliert. Was müssen sich auch die Leute da denken? Obwohl, die reagieren schon gar nicht mehr darauf, weil es einfach komplett normal ist. Da fragt auch niemand so, yo, Bro, alles gut oder so? Oder, yo, kann ich dir helfen? Hast du ein Problem? Nein, nein. Da wird gar nichts gesagt. Das wird einfach tot ignoriert. Weil gut, was willst du machen? Passiert sowieso in 2 Stunden in der nächsten Bahn. Nochmal. Verzichte doch mal auf dein Auto und fahr mit Bus und Bahn. Bus und Bahn. Ja, real talk, real talk. Und deswegen weiß ich auch schon, das nächste Mal, wenn ich wieder in Deutschland bin, ich werde auf gar keinen Fall mit der Bahn nach Hause fahren. Ich werde schön meinen Eltern sagen, so ey, ihr müsst jetzt mal 400 Kilometer zu diesem Flughafen fahren und mich abholen. Bitte. Ja gut, und in dem Moment, wo ich gedacht habe, das ist die krankeste Person, die ich heute in diesem Video vorstellen werde. Nein, natürlich nicht. Natürlich wird noch einer draufgesetzt. Natürlich wird von jeder Minute, die das Video länger geht, es immer verrückter. Schaut einfach selbst. Gebackene Pizza besser zum Abnehmen ist als gebackene Pizza. Bitte, 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 bitte halt dein Maul. Bitte sag mir nicht, du isst jetzt eine ungebackene, tiefgefrorene Pizza. Gebackene Pizza enthält mehr Wasser, also hat sie pro 100 Gramm weniger Kalorien als normale Pizza und füllt euren Magen mehr. Also guten Appetit. Wie guten Appetit. Das ist der schlechteste Lifehack, den ich je in meinem Leben gehört habe. Eigentlich sage ich das immer so, das ist der schlechteste Lifehack, aber das ist wirklich der schlechteste Lifehack, den ich je in meinem Leben gehört habe. Wer kommt auf diese beschissene Idee? Fitnesscoach Mary. Wieder was gelernt. Und dann diese Lehrer-Emoji. Was? Das kann ich nicht ernst meinen. Das muss ein Troll sein. Ne? Das nie im Leben ist das ernst gemeint. Wo steckt da der Sinn? Wenn ich mir eine Tiefkühlpizza in den Ofen hau, in dem Moment, wo ich den Ofen aufmache und sie da reinpfeife, ist mir alles komplett scheißegal, wie schlecht diese Pizza für mich sein könnte. Ich mache die mir ja in den Ofen, um genau extra reinzuschalten. Ich will ja dieses Gefühl haben, reinzuschalten und meinen Körper mal so richtig fett voll zu fressen. Und die steht da und isst einfach tiefgefrorene Pizza. Nein, das ist... Das kannst du echt keinem erzählen, ne? So, ey, jo, und was gab's heute so bei dir zum Essen? Jo, bei mir heute geiles Chicken Mango mit gutem Reis, bisschen Salat, bisschen dies, das, Gemüse. Und bei dir? Ja, also bei mir gab's heute tiefgefrorene Pizza wegen Kalorien und so, ne? Ekelhaft, wirklich. Das Ding ist, ich habe auch das Gefühl, so 50% von allen Ernährungstipps, die irgendwie das Essen vereinfachen wollen, machen es einfach nur noch schlimmer und komplizierter. Was ist das für eine Scheiße? Bitte, bitte, wer hat ihr in den Kopf gesteckt, dass sie auf diese Idee kam? Irgendwann muss ja mal so der Tag gekommen sein, wo sie sich dachte, wie wäre es, wenn ich mir jetzt einfach eine Tiefkühlpizza hole und die einfach mal so esse? Ich lebe nun mal linguistisch vegan, das heißt für mich, dass ich keine Dinge esse, in denen das Wort Fleisch vorkommt. Linguistisch vegan? Du lebst linguistisch vegan, das heißt, du isst nichts, wo das Wort Fleisch drin steckt? Willst du mich verarschen? Das muss jetzt gerade ein Scherz sein. Alles davor, okay, okay.
Kann ich noch vielleicht irgendwo verstehen, wenn man ein bisschen durchgedreht ist. Aber linguistisch vegan? Hä? Dementsprechend bedeutet das auch, dass ich keine Fleischtomaten esse. Ich esse kein Fruchtfleisch. Okay, alles klar. Ich respekte es ja komplett, wenn sich Leute denken so, ey, ich will nicht mehr die Tiere leiden sehen oder so. Oder ich feiere es gar nicht, was die Umwelt davon von Schäden trägt, wenn man die ganze Zeit auf tierische Produkte angewiesen ist. Den ganzen Tag Fleisch isst, dies, das. Und sich deswegen einfach dazu entscheidet, ey, ich werde Vegetarier oder ey, ich werde Veganer. Aber Lingo, isst dich vegan? Das heißt, du kannst eine Hähnchenkeule kannst du essen, aber Hähnchenfleisch geht nicht. Wegen Fleisch. Ey, bitte halt dein Maul, bitte. Und was für bitte. Äußerst schwierig sind für mich zum Beispiel auch Zahnarztbesuche, weil es dann auch um Zahnfleisch geht und ich da noch so ein bisschen, ja, so eine Grauzone erreicht habe, bei der ich mich sehr unwohl fühle, weil wir über Fleisch reden. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Zahnhygiene auch sehr wichtig ist. Da bin ich mir noch sehr uneins, wie ich damit umgehe. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich als linguistische Veganerin einfach sehr wichtig, Fleisch in dem Sprachgebrauch zu vermeiden und deshalb eben auch keine Produkte zu mir zu nehmen, die das Wort Fleisch beinhalten. Das ist der absolute Fiebertraum. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist der 16. Mai 2024 und wir haben offiziell die Endstufe des Fiebertraumes erreicht. Das war's. Ich glaube, wir haben das Top erreicht. Ich glaube, ab heute kann die Welt nur noch besser werden. Weil das geht... Ich habe noch nie etwas gehört, was weniger Sinn für mich ergeben hat als das. Linguistische Veganerin. Oh my goodness, bro. Oh my goodness. Das heißt also, sie isst kein Fruchtfleisch, ja, von zum Beispiel einer Mango oder einer Ananas oder einer Kiwi. Aber sie würde tatsächlich ein verblutetes Schweineherz essen, weil da steckt ja nicht das Wort Fleisch drin. Ah ja, macht für mich Sinn. Ergibt Sinn. Ich verstehe das komplett. Wie erklärst du das eigentlich so Leuten, mit denen du im Restaurant bist? So, wenn dich jemand so fragt, so, isst du Fleisch? Ich wette, das ist schon mal vorgekommen. Irgendjemand hat sie gefragt, so, ey, isst du eigentlich Fleisch? Und auf diesen Moment wartet sie ja förmlich nur den ganzen Tag, um dann komplett mit ihrer Story auf den Tisch zu klatschen und alles runterzurattern. Naja, eigentlich esse ich ja kein Fleisch, denn ich bin sowas wie linguistische Veganer. Das heißt, ich esse eigentlich alles, aber außer wo das Wort Fleisch... Absolut verrückt. Bitte weckt mich jemand auf. Ich sage es nochmal. Bitte weckt mich jemand auf. Okay, und der Fiebertraum geht weiter. Und ich sag's direkt im Vorhinein. Wer auch immer hier jetzt lacht, ist wirklich absolut ehrenlos. Schämt euch bar. Ich bin hier auf so einen Instagram-Livestream gestoßen und da waren halt so Taubstumme. Also Leute, die nicht reden und doch nicht hören können. Und die haben einfach Ansagen gegen sich gemacht in der Gebärdensprache. You are not. You're lucky. I have all. Number one. Oh mein fucking Gott. Die beefen sich einfach in Gebärdensprache. Die machen einfach Ansage. Die machen Gang-Ansage gerade. Die drohen gerade. Ach du heilige Ich habe auf gar keinen Fall gelacht. Okay, wir machen auch direkt weiter, ja? Ich wünschte, ich wäre manchmal in so einem Instagram-Livestream einfach live dabei. Ich glaube, das wäre das Entertainment hoch 10. Stell dir vor, du liegst so auf deiner Couch und dann entdeckst du einfach diesen Rohdiamanten, wo sich taubstumme Leute gegenseitig in einem Instagram-Livestream beefen und Ansagen machen. Und auch direkt mal eine Ansage von mir an das liebe YouTube-Team und an alle Leute, die einen Stock im Arsch haben. Ja, ey. Ich mache mich hier über niemanden lustig, okay? Ich mache mich nicht über Behinderte lustig oder irgendwas, okay? Damit wir das verstanden haben. Frankfurt Absturz Remix. Ach, super. Wenn das schon der Titel des Videos ist, da habe ich ja direkt Lust. Ich habe ihn betrogen. Wie, was hast du gemacht? Gut, und das ist auch schon der erste Satz. Ich habe ihn betrogen. Perfekt. Kann es eigentlich noch besser starten? Ich glaube nicht. Ich habe ihn betrogen. Wie, was hast du gemacht? Ich habe einen anderen Jungen Hey, na, Bro. Und die sagt das auch einfach noch so stolz. Da kommt einfach irgendein TikToker zu ihr und sie sagt das einfach stolz. Wie tief kann man eigentlich sinken? Stell dir mal vor, du kriegst deine Tochter und 16 Jahre später, sie landet in diesem Video. Aber warum? Warum? Hast du nicht geliebt oder was? Nein, er hat Geld. Im Club oder was? Oh, nein. I can't stand these girls, bro. Ich kann das alles nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus hier. Bitte, bitte. Unsere Jugend ist verloren. Ich weiß auch nicht, ob das unsere Jugend ist. Ich bin komplett unentschlossen, ob sie 11 ist oder ob sie 24 ist. Ich weiß es nicht. Im Club oder was? Oder wie ist es passiert? Warst du ein bisschen auf Stuff? Ich war auf Lachi. Ich war auf Lachi. Ey, nein. Die meint damit Lachgas.
dass ihr auf Lachgas wart. Ich war auf Lachi. Oh, ach du heilige Sch. Ja, Bruder, ich war auf Lachi, Alter. War ein bisschen auf Lachi. Ey, Jungs, wollen wir heute was am Wochenende machen? So, Sch mal auf Club, Sch mal auf Kiffen. Lass mal auf Lachi sein. Komm, lass uns mal richtig fett auf Lachi schieben. Wir lachen hier jetzt gerade, ne? Aber das ist wirklich traurig, dass einfach gefühlt 30% von der kompletten Jugend einfach auf Lachi sind heutzutage. Wir machen jetzt Späße darüber, aber halb Frankfurt und halb Duisburg ist jeden Tag auf Lachi. Die sitzen in der Schule auf Lachi. Das ist kein Spaß. Ich sehe das mittlerweile so oft auf TikTok und Instagram, Twitter, überall, dass die Leute einfach die ganze Zeit auf Lachi sind. Bitte, die finden auch jeden Tag neue, die sie irgendwie missbrauchen können. Das ist zu krass, ne? Wie findest du ihn vom Aussehen her? Bruder, -1. Warum? Junge, wir hatten davor 1-1. Gott sei Dank, dass dieses Video jetzt einfach geendet hat. Ich konnte es mir auch gar nicht mehr länger anschauen. Das ging nicht mehr. Das war schon viel zu much. Das hat mir schon wieder gereicht. Das war schon wieder genug Frankfurt für heute. Ey, und by the way, Leute, falls ihr mal irgendwie Lust habt, dass ich mal eine komplette Folge über Frankfurter mache, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder gebt einen Daumen auf dieses Video nach oben. Dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Eine schöne XXL-Folge von Frankfurt Bullshit. Darauf hätte ich nämlich auch mal Bock, weil da hole ich mir ein paar geile Videos, hole mir da ein bisschen Lachi und dann mache ich ein bisschen auf Lachi. Mache mir ein bisschen auf Lachi, mache ich mir dann schön draus und eine geile Reaction hier auf Lachi, Bruder, auf Lachi. Ja, und zum Abschluss, weil in diesem Video echt ultra viele Lifehacks drin waren, gebe ich euch mal einen guten Lifehack mit auf den Weg. Ja. Falls ihr mal zu Hause seid, der Geschirrspüler gerade besetzt ist und ihr unbedingt euren Teller waschen müsst, hier. Das war nice, oder? Ich würde sagen, falls ihr mal Bock habt, dass ich diesen Lifehack gründlich probiere mit so einem richtigen Testvideo, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Bei 3 Likes auf diesem Video, okay? 3 Likes, aber müssen auch dann wirklich 3 sein und nicht 2 oder so oder auch nicht einer. Bei 3 Likes werde ich dieses Video nachstellen und selber probieren. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.